The Legend of the Mighty Torchman 1999, okay. Verstehe. Mighty Torchman. Mighty Torchman. So. Irgendwie ein Widerspruch in sich, aber okay. Brot, ich brauch Brot. Ah. Brot. Taurus, jetzt flieg nicht weg von mir. Doch, noch. Nee, ich hab gerade The Legend of Zelda Remix Musik im Hintergrund laufen, deswegen. Oh. Ah. Legend of Zelda ist cool. Oh ja. Und Kult, vor allem. Eines der besten Spiele. Wenn man jetzt Skyward Sword mit dazu zählt, aber naja. Naja. Also ich finde Skyward Sword war echt ein bisschen scheiße. Okay, das habe ich noch nicht gespielt. Ich auch nicht. Es ist halt kann mit der Steuerung viel falsch machen. Ja, ganz genau. Sagt ihr, es lohnt sich nicht, das zu holen. Okay. Man kann sich das würde ich jetzt daran so gewöhnen, nicht sagen, aber sich ein bisschen ärgern halt. Ja. Also ein bisschen ärgerlich ist dabei. Du könntest dich dabei sehr stark aufregen. Ich liebe Spiele, wo ich mich aufrege. Hamster war hier. Wo? Hier in dem Pokercenter, wo ich jetzt bin. Hey. Lustig. Aha. Er hat auch die Hiele abgebaut, du Schwein! Hast er gut gemacht. Höre genau zu, was wir sagen. Du Schwein! Du Ach, Hamsterschwein! Also Meerschwein? Du blöder Kopiererklauer! Da ist wieder der Beweis. Er hat jetzt erst und dann klaut. Dann klaut er es und baut's ab. Was? Was kann denn jetzt die Cloud dazu? Cloud. Ja, nicht die Cloud. Oh, da ist noch ein Tempel, der liegt aber ein Stück unter der Erde. Ich wollte mal auf deinem Wortwitzniveau bleiben, weißt du? Ja, nee. Also, wenn du Tempel unter der Erde findest und da sind welche ausgeplündert, dann war ich da. Nee, ich glaube nicht, dass du hier warst, weil hier liegt noch ein Pokéball vor dem Tempel. Ja, dann nicht. Dann war er da. Hey, ich hab noch ein Machoband. Juhuhu. Hey, ich hab auch davon 300 Stück. Hey, Hypno. Hey, es geht. Hey, Hypno. Also, entweder ist das jetzt shiny oder ist es ein Boos-Pokémon. Boos-Pokémon. Okay, das Tauros ist ein Boos-Pokémon. Ey, ist voll das Boos-Pokémon. Das Moos-Pokémon. Das ist Level 90! Ich hatte letztens ein Pokémon. Alter, er hat dich voll gesehen, ne? Ey, Alter, Lan, ey, sick der Lat, ey, halt's Maul, ey. Das war 126, Junge. Ey, Junge. Diamanten. Ey, ich hab Level 126 Typen platt gemacht, da war ich erst 5, ja. Ich mach das Zoroark kalt. Das Zoroark auf 90. Hallo, wie gesagt, da hatte ich ein Pokémon letztens, das war 100 irgendwas, 36 oder so, und das hab ich platt gemacht. Yay. Das Level hat irgendwie nichts auszusagen, finde ich. Ne, absolut nicht. Ja, es kommt immer noch auf das Pokémon dran. Ich hab Meisterball! Yay. Er hat einen Meisterball in seiner Hose. In der Hose. Und ich hab 4 Diamanten. In seiner Hose. In meiner Hose. Was schmeiß ich denn dafür weg, Lasse? Ist egal. Ist egal, Meisterball ist Meisterball. Ich würde dafür alles wegschmeißen. Genau, einfach mal selbst. Ich hab den Meisterball! Nein, tausche noch ein Diamant. Tausch mir, wo bist du? Tausche gegen TNT. TNT am Arsch. Du hast TNT am Arsch. Ihn töten. Yeah. Töten, okay. Töten, töten. Mammut. Scheiß auf die Regeln. jetzt ist es legitim, TNT einzusetzen. Okay. Aber nur wenn es außerhalb der Stadt passiert. Das Was? Kann ich nicht garantieren. Ich muss ganz schnell in die Stadt. so gezielt passiert, dass nichts der Stadt passiert. Das kann ich nicht garantieren. Das musst du aber. Warum? Sonst ist es nicht legitim. Wie war das? Wir können auch sicher wieder so ein Serverlag ausnutzen und dann kriegt ihr alle Meisterbälle. Nö, das machen wir nicht. Nee. Die Frage ist, ob so ein Serverlag nochmal kommt. Und ob das überhaupt funktioniert und nicht, dass du das nächste Mal dann die Hälfte von hast. Also, nix. Ja. Die Hälfte vom Meisterball nur?
Die eine Hälfte, die obere Hälfte. Ne, die untere am besten. Die obere ist, genau. ist ja wertvoller. Oh, ein Hyperball. Oh, das sind keine Karotten. Toll, in dem Hyperball war ein Pokéball. Das hatte ich auch. Ich fühlte mich so verarscht. Ich fühle mich auch voll verarscht. Warum ist da kein Hyperball drin? Hey, hier ist ein Luxio. Wäre doch zumindest mal viel besser gewesen. Mhm. Naja, Pokéball, man kann nicht alles haben, ne? Sozusagen. Jetzt bleib mal stehen, so. Oh, ein Dratini! Ich habe auch eins. Ich habe noch keins, ich habe nur Dragonier. Dragonier war die Weiterentwicklung, dann kommt Dragonar, ne? Obwohl, Mammut, ich habe Preis gegen meinen Meisterball. Das dann wäre? Ein Preis. Ein Orb. Muss ich erst mit abgemacht. Mit Kuro verhandeln hier. Ich muss ihm erstmal hier, was war das hier, das Keife mit Antikraft geben, dann habe ich einen zweiten Orb zu haben. Ducktrio. Da, jetzt bleib doch mal stehen. Boah, so Pokémon regen mich auf. Bleib stehen. Nö, warum denn das? Wie es mich einfach nur trollt. Es rennt die ganze Zeit im Kreis um mich rum und ich krieg das kein Pokéball auf ihn geschmissen. Wie es mich einfach nur trollt. Oh, lololol. Also ich habe meinen Sinn für die Folge schon erfüllt. Ich nenne diese Folge das trollende Diktri. Das trollende Diktri. Warum jetzt erzählst du uns das? Ganz einfach, weil das so ist. Ach so. Das trollt mich hier. Alter! Ah, jetzt hab ich's im Pokéball. Also, Mammut. Hm? Ist geschehen. Ich hab dasselbe wie du. Okay. Ich werde diese Folge einfach den Flaschenboss nennen. Krieg ich trotzdem Orb? Lass ich hab ihn mir jetzt in Ruhe, geklaut. Es geht mir auf den Sack. Und ich wehe, du kommst mir jetzt hinterher, Diktri. So. Diktri, auf ihm hinterher! Noch hast du die Chance. Ich will auf Diktri, solange du noch kannst. Ich will nicht dein Trainer sein, Diktri. Hau ab, verschwinde aus meinem Leben. Verschwinde. Verpiss dich. Ach ja. Oh. Antikpower. Okay. Fazit, bei 5000 sind sehr viele Pokécenter. Wow. 5000 was? Minus 5000. Okay. X, Y oder Z? Q. Bestimmt Y. Genau. Weil Y ja auch immer noch der Höhewert ist, aber okay. Ja. Die Y-Achse. Bei 5000 höher. Mhm. Pokécenter in den Wolken. Sind sie einfach mal gelagert, die Texturen. Oder in den Boden rein, ne? Naja. 1100 minus 5000. Sehr viele Pokécenter. Ja, ja, will wer kommen und. Na, will wer kommen und mich töten? Ja. Nee. Mhm. Gerade ist schlecht. Gerade nicht. Ich bin gerade noch in der Wüste. Alter! Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ein Baum. Ein Kugel. Irgendwann was Pokémon ist denn Pokémon Z, Z? Ja, das soll wahrscheinlich... Achso. Der Pokémon GT. Ja, wie damals mit Rayquaza da hier mit Rubin, Saphir und dann Smaragd und sowas ist halt Pokémon Z dann. Und das Kristall. Dann halt auf dem Cover Styrangarde oder wie das Ding heißt, auf dem Cover halt ist. Ja, da halt noch ein Pokémon GT. Was? GT? GT. Ja, irgendwann kommt dann Pokémon GTI. GTI, GTI. Danach GTX. Ja, und dann TDI. Pokémon Telekom. Dann kommt Pokémon Titan. Achso, da war ich ja. Die Richtung. Da sehe ich gerade einen Chunk-Loading-Fehler, okay. Lightscreen, was ist das für eine Attacke? Lichtschild. Braucht das wer? Nö. Nope. Okay, dann schmeiß ich weg. Wasser! Wüste! Übertreib mal nicht. Hallo. Man muss doch ein wenig Atmosphäre schaffen. Im Pixelmon. Mit uns steppen. Willst du mich verarschen? Mhm. Ja. Gelingt dir aber nicht. Oh! Wieder ein Tempel. Nee, ein Dorf sogar. Und ich werde einfach nie zurückfinden. Ist okay, yay. Damit komme ich klar. Ich glaube, damit kommen wir alle klar. Mach hier meine eigene kleine Siedlung auf, dann könnte ich mich aber nicht töten, um meinen Meisterball zu kriegen.
Oh. Ah, ja. Och, ich werde dich schon noch finden. Regen. You're never gonna go alone. Ich sollte kein Gold verwenden, wenn ich mich aus Quillen kann ich mich auch einfach zu dir porten. Oh mein Gott. Ja, ich kann mich auch einfach ausloggen. Ich weiß aber, wo du dann wieder einloggst. Ja. Ich kann warten. Da kann ich dann eine TNT-Falle hinbauen. Nicht, wenn ich warte, bevor du dich wieder eingeloggt hast. Nicht, wenn ich schneller bin. Du bist nicht schneller. Dann komm hier weg damit. Nein, nicht das. Oh, ja. Ja, du bist und immer nein. noch Torchman. Du bist nicht schneller. Ja. Er und schneller. Ich bin selbst Torchman. Er und schneller. Ja, der ist dabei. Der PC hochgefahren ist, braucht er doch 3 Jahre. Ja. Dann macht er ihn doch nie aus. Ich mach meinen auch nicht aus, aber nicht, weil mein PC 3 Jahre braucht. Sondern wegen dem Rendern und Hochladen wahrscheinlich. Mhm. Ha. Das kenne ich irgendwoher. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, woher. So, ich klau mal hier die Bücherregale, ne? Bei meinen 2 Folgen geht das noch irgendwie. Für unser Event. Boah, was ich gerade richtig scheiße finde, ich kann den Meisterball keinen meiner Pokémon geben, sodass ich ihn nicht mehr verlieren kann. Ha, ja, das ist scheiße. Das ist doch gut. Theoretisch schon. Ich glaube, Torchman wirklich, dass Theoretisch, das funktioniert aber nicht. Haha. Ich glaube eher, dass Torchman den schon verlieren wird, aber halt in der Höhle oder sowas. Nicht wegen uns. Glaube ich auch eher, weil er zu blöd ist, wieder mal der Schwerkraft zu folgen. Torchman ist der im Moment am meisten gestorben ist. Wirklich? Stimmt. Bin ja auch schon mal. Also seine Überlebenschancen sind eher gegen null. Also das Dorf finde ich komisch. 2 Villager und 2 Häuser. Monogamie oder was? Ach, da war ich auch. Nein, da warst du nicht. Du bist ihm auf dem Fersen. Nein, da warst du nicht. Sicher? Du bist ihm auf dem Fersen. Guck doch in meinem Video nach. Sonst hättest du die 2. Ich guck doch nicht dein Video. Meinst du, ich will dir Klicks geben? Als ob ihn überhaupt jemand hier abonnieren möchte. Also wirklich. Abonniert jetzt, Torchman. Oder auch nicht. Bei Torchman, über die Bezahlung sprechen wir später nochmal, ne? Ja. Das läuft, was ich da haben müssen. War extrem. Ich glaube, pro Buchstabe kriegst du jetzt 50 Euro oder so, war das, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, das hatten wir ja vorher abgemacht. Muss ich mit TGN nochmal aushandeln. Von wegen Sponsoren, das sind einfach die Leute, was sie erwähnt würden hier. Apropos, ich wollte auch ein Netzwerk jetzt einladen. Hey. Kennt einer das von euch, dieses Netzwerk? Warte. Mediakraft. Ich sag's dir sofort. Nee, nicht Mediakraft. Das ist ein anderes gewesen, warte. Die V-Move. Nee, irgendwas Pardon mit V. Move. Irgendwas mit V hießen die. V. Victory. Ich guck mal, ob ich die Nachricht noch finde. Hm? Und was wollten die von dir? Deine Seele oder wollten nur? Die wollten mich in die Dings einladen, hier ins Netzwerk halt. War irgendwas mit V. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Und ich finde jetzt gerade auf Anhieb nicht die... eventuell über Google. V wie Vendetta. No. Ja, ich bin jetzt im Netzwerk drin und... Ja, hier. V-E-V-X-Team. Ne, sagt mir nichts. Ja, okay. Die wollten mich nämlich ins Netzwerk einladen. Okay. Beziehungsweise sie haben dich eingeladen. Und das abgelehnt. Nein, ich habe noch nicht darauf reagiert. Und das weil ich das nicht kenne und ich gehe nirgendwo rein, was ich nicht kenne. Wenn es jetzt Mediakraft wäre, dann wüsstest du schon, ah ja, okay, weißt du? Mhm. Weil du das ja schon kennst, aber wenn das was ist, was du nicht kennst, dann bist du dir da so ein bisschen unsicher, ob das überhaupt echt ist oder nicht so ein Phishing-Gedöns. You know? Richtig. Deswegen gehe ich ja bin ich ja TGN beigetreten, weil ich weiß, aha, kenne ich und so. Ja, genau, TJN wäre, wenn jetzt TJN auf mich zukommen würde, würde ich auch sagen, okay, dich kenne ich wenigstens, weißt du? Aber eins, was du noch nie gehört hast, da trete ich nicht einfach so bei. Mhm. Ja, vorinformieren. Deswegen, da wollte ich mich nochmal informieren jetzt. Du musst so viel aufpassen, dass du dich deine Seele verkauft hast. Ja, so ungefähr. Habe ich schon ausgehandelt. Na, also TJN ist da wirklich ziemlich kompetent. Ja, TJN ist super. TJN. Jo. Werbung. Ja, keine Werbung. Nee, ich finde TGN auch geil. Genau wie Machinima. Aber Machinima nimmt ja meistens nur die Leute, die auch solche Shortcut-Videos machen oder also diese Rendering-Videos oder
Oder? Ja, auf jeden Fall irgendwas mit Gaming-Videos, außer Let's Plays. Da habe ich noch nicht wirklich einen Let's Player von gesehen, der bei Maschinen immer ist. Wo sieht man denn das? Nö. Nur diese Rendering-Szenen oder diese Nachverfilmungen mit echten Leuten, Real People und so. Weil das, was halt